Guten Tag, herzlich willkommen auf dem Rosenhügel von Schloss Eggenberg in Graz. Wir, Hanna und ich, Editha, wir freuen uns sehr, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Rosen-Videoreihe. Und dieses Mal geht es um eine Rose, die eine beeindruckende Karriere in der Kunst zu präsentieren hat. Es geht um die Zentifolie, die Malerrose. Im Vergleich zu den bisher vorgestellten Rosen, den Gallica, Alba und Damascener-Rosen, sind die Rosa Centifolia jetzt weitaus jünger. Bis zum 19. Jahrhundert war man sogar der Ansicht, dass es sich hierbei um eine Wildrose handelt. Und auch als der berühmte Botaniker Karl von Linné im 18. Jahrhundert den Namen Rosa Centifolia gab, war er noch dieser Meinung. Der Name spielt auf die dicht gefüllten Blüten an und bedeutet im Lateinischen die hundertblättrige. Und manche dieser dicht gefüllten Zentifolien ähneln auch in der Tat einem Kohlkopf, sodass diese Rose auch als Kohlrose bekannt wurde. Und hier sehen wir jetzt eine Vertreterin dieser Rosa Zentifolie, genannt Ombre Parfait. Das bedeutet die vollkommene Schattierte, und sie erscheint in einem wunderbaren Purpur und ist zugleich eine der dunkelsten der alten Rosen. Erst im 20. Jahrhundert fanden die Wissenschaftler heraus, dass es sich bei den Zentifolien um Kreuzungen mehrerer Rosen handelt. Sicher ist man sich allerdings, dass sie in den Niederlanden entstanden. Die Belege dafür existieren auf zahlreichen Gemälden, etwa den vielen niederländischen Blumenstillleben, die zu finden sind. Die Niederländer waren es auch, die diese Rose in den Handel brachten. Und das geschah zur rechten Zeit, der Zeit des Barocks und Rokokos, in dem die Menschen Puder und Parfum, seidene Roben und schwere Brokatgewänder liebten. Da passte sie fantastisch hinein in diese Zeit. Eine andere Mode prägte sie Zeit, als die Rosenkaiserin Josephine ihren wunderbaren Garten in Malmaison besaß. Dort liebte man eine besondere Züchtung dieser Zentifolien. Diese, die haben wir auch hier im Garten, die Bullata. Bullata, das heißt so viel wie krausig, blasig. Schauen Sie mal, wenn Sie die Blätter sehen, dann ist es schon ein ganz ungewöhnlicher Auftritt, den sie uns präsentiert. Diese Rose ist nicht krank. In der Tat ist es das Ergebnis einer ganz exaltierten Züchtung. Und es existierten damals noch weitere in dieser Form. Das ist die Salatblättrige, die wir haben. Aber es gab auch eine Sellerieblättrige oder eine Pfirsichblättrige Rose, die großes Aufsehen erregten und Bewunderung. Die einzige Überlebende ist die, die wir jetzt vor uns haben. Ist das nicht ungewöhnlich, meine Damen und Herren? Ja, und ungewöhnlich geht es bei dieser Rosengruppe weiter. Und zwar mit den Moosrosen. Als in den Niederlanden im frühen 18. Jahrhundert eine an Kelch und Blütenstiel bemooste Rose auftauchte, erregte sie große Verwunderung. Eine Rose, deren Knospen aus einem Nest von grünen Drüsen Borsten hervortrat, hatte es bis dato noch nie gegeben. Es handelt sich hierbei um eine Mutation der Zentifolien. Ansonsten besitzt diese Rose exakt dieselben Eigenschaften wie auch alle anderen Zentifolien, wie man schön an dieser Rosa Zentifolia muscosa rubra sehen kann. Ja, aber an den Moosroten, da scheiden sich die Geister. Die einen lieben sie als eine spektakuläre Erscheinung der Natur und die anderen erinnern die bemoosten weichen Triebe an von Blattläusen befallene Rosen. Aber es ist ganz das Gegenteil der Fall. Der grüne Pelz schützt sie vor den ungeliebten Gästen. Hier eine weitere meiner Lieblingsrosen, die Zoe. Ist das nicht ein unglaublich üppiger Strauch, Editha? Mit dieser Fülle an Blüten, die auch sehr angenehm duften, und man sieht auch schön ihre Bemoosung. Aber Sie sehen, so langsam geht die Rosenblüte zu Ende. Und so auch unsere kleine Videoreihe. Wir hoffen sehr, wir konnten Sie mit unserer Begeisterung für Rosen anstecken. Aber es gibt im nächsten Jahr wieder eine Rosenblüte. Und dann hoffen wir, Sie wieder hier auf dem Rosenhügel von Schloss Eggenberg in Graz begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.